Ja, willkommen zurück. Heute wollen wir uns mal ein Spiel, was wirklich auch schon wieder älter ist, mal anschauen, was zum Knobeln ist. Und zwar sind das die Lemminge, Lemmings genannt. Ich hatte ja letztens mal zu Weihnachten die Weihnachtsausgabe davon gespielt. Das waren 4 Level. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt denke, dass wir uns doch mal das richtige Spiel angucken und wie das funktioniert. Und das kann man immer mal zwischendurch spielen, also kann man immer mal eine Folge produzieren und dann macht man wieder was anderes und dann schaut man sich wieder mal die Lemmings an. Also ich werde die sporadisch immer mal zeigen. So, aber jetzt beginnen wir mal mit One Player, also ganz von vorn. Da wird sicherlich erstmal eine Einführung sein, was die Tasten alle so bedeuten. Also man hat 10 Lemminge und einen davon muss man reinbringen, wenn man da, wenn ich das so richtig lese. 5 Minuten hat man Zeit, Rating ist fun, also noch sehr einfach. Okay, wir haben 10 Buddler und mehr haben wir gar nicht zur Verfügung. Also lassen wir den mal buddeln und tun alle anderen schon mal rausschmeißen. Wir haben ja dann keine andere Möglichkeit, als hier hinzugehen. Ah, zum Glück sind sie alle gerade in die Richtung gelaufen, sonst wären sie erst hier hinter und dann wieder hier lang. Gut, das war der erste Level, das soll ja nur mal zeigen, was der Buddler so macht. Jetzt schauen wir uns mal Level 2 an. Also, ich habe jeden Lemming gerettet an diesem Level. Kann ich das nochmal tun? Ich werde es versuchen, natürlich. So, wieder 10 und 10 müssen gerettet werden. Wieder Fun, also hier wird was anderes vorgestellt. Und zwar, ah ja, die Fallschirmspringer. Also müssen wir den Lemming jeweils einen Fallschirm mit auf den Weg geben, damit die diesen Sturz in die Tiefe überleben und man sieht ja, die spannen dann alle so einen schönen Regenschirm auf. Ja, und jetzt habe ich jedem so einen Schirm gegeben und da überlebt jeder und schafft es bis zum Ziel. Der Level ist auch nicht viel größer, das sind die Anfangslevel, die werden dann schon noch komplexer. So, also gut. Das haben wir auch. Superb, du rettest wieder jeden. Kann ich das nochmal tun? Ich werde es wieder versuchen. Level 3. Tailor Mode for Blockers. Also hier diesmal geht es um die Blocker. Man muss wieder 10% von 50. Hat 5 Minuten Zeit. Also Blocker. Blocker sind die, an denen die Lemminge abprallen und in die Gegenrichtung gehen. Wir haben 10 Stück zur Verfügung. Also wenn ich da jetzt einen Blocker draus mache, dann geht der nächste in die entgegengesetzte Richtung quasi. Bis hier ist noch gut, hier müssen wir wieder umwenden, damit sie nicht runterfallen. Dann müssen wir hier wieder drehen, weil das zu hoch ist. Hier müssen wir einen hinstellen, weil hier unten kein Boden ist. Ja, sehr viel breiter ist der Level hier auch nicht. So. Und jetzt brauchen wir hier noch einen. Und jetzt können wir sie alle rausschmeißen. Und 16% habe ich schon drin. Und ich habe noch über 4 Minuten Zeit. Aber es ist ja alles noch Level Fun, also ist relativ einfach. Alles noch ein bisschen ägyptisch angehaucht. Hier gibt es auch verschiedene Welten in dem ersten Lemmings-Spiel. So, und jetzt kommt der große Rest. So, und die anderen, die jetzt hier noch stehen, die können natürlich nicht wieder reingehen, weil ich aus den Blockern nicht wieder normal Laufende machen kann. Gibt es nur eine Möglichkeit, man kann sie zünden. Ja, und es gibt ein schönes Feuerwerk. So, diesmal habe ich ja praktisch 90% gerettet. Let's see if you can storm the next. Okay, weiter geht's. Now use miners and climbers, also Butler und Krabbler sozusagen. Immer noch Rating Fun. Also es geht alles recht schnell. Wir machen ja keinen Durchlauf in einer halben Stunde das ganze Spiel durch, sondern das ist nur der Anfang, der so relativ
einfach ist. Ja, so, mit der Spitzhacke uns hier mal den Weg nach unten bahnen. Und jetzt haben wir hier 10 Kletterer. Du bist der Erste, du bist der Zweite. Dritte, Vierte, Fünfte. Habe ich nicht erwischt, den muss ich dann, wenn er rückwärts kommt. Also den hier. Er wird ja von dieser Wand wieder abprallen, die Gegenrichtung laufen. So, jetzt ist er auch ein Climber. Mal gucken, ob der Level hier noch weitergeht. Nö, ein bisschen Stein. Auf der Seite auch noch Stein. Aber jetzt sieht man schon, die Gegend sieht jetzt anders aus. Mehr metallisch und mit Ziegeln. Ja, sehr erfolgreiches Spiel. Damals. So. Weiter geht's. You need bashers this time. Also wieder 50 und 10 ist immer noch fun. Gut. Gucken wir mal. Also jetzt schauen wir uns, der Level ist ein bisschen länger. Okay, hier müssen wir hin und wir müssen uns hier durchgraben. Ich habe 50 solche gerade Ausgraber, Bashers. Wie wir jetzt wissen, dass die heißen. Das hier wird ein ganz schönes Gebuddel. Weil das so ein Netzwerk ist und da gräbt er nicht geradeaus. Ah, doch, er macht. Ah, die versuchen hier irgendwie da durchzugehen. Gut, das kriegen wir auch und die kommen auch wieder, die da hier jetzt so hochgegangen sind. Wir haben ja noch genug solche Bashers. Wir können auch die von der anderen Seite. So, die müssen hier erst wieder abprallen. Ich kann ja schon mal gucken, wenn noch nicht alle raus sind, dann schmeiße ich jetzt die restlichen. Genau. Jetzt läuft's praktisch. So, 15 sind noch draußen. So. Jetzt haben wir doch schon einige kennengelernt. Ich glaube, dieser Steinebau, also dieser Treppenbau, den haben wir noch nicht ausprobiert. Und auch noch nicht die Selbstspreng-Lemminge. Gut. Also. A task for blockers and bombers. Okay. 20% müssen wir immer noch im Fun-Modus. Oh, hier kommt Feuer raus. So. Und den Blocker brauchen wir eigentlich, also wir sind schon wieder in einer anderen Umgebung, ne? Da muss man einen Blocker draus machen, weil das sonst ja nicht stehen bleibt, wenn wir hier ein Loch reinsprengen wollen. So, jetzt können wir die anderen auch schon rausholen. Das dürfte reichen. Gut.
kommt nochmal ein Stück Metall, Felsen und so. Und auf der anderen Seite auch. Aber wir schauen lieber, wie die hier reinmachen. So, die letzten verschwinden im Durchgang. So. Builders will help you here. Ah, hier brauchen wir praktisch die Treppenbauer, die Builder. Oh, hier sind mehrere Stufen. Und da ist auch ein tiefer Abgrund. Sehen, ob das hoch genug schafft. Ja, gerade so. Tja. Ich kann leider nicht verhindern, dass hier einige reinfallen. Die werde ich am Schluss sprengen müssen. Oder die bauen alle an der Treppe, die ersten vier. Ich habe ja noch genug Treppen. Jetzt reicht's schon. Ja, hab's geschafft, ohne dass dort welche reinfallen. So, sind schon alle draußen. Ich weiß es nicht, aber wir erhöhen mal die Rate. Ja, da kommt noch ein ganzer Schwung. Hier ist ein Säuresee. Jetzt kommen wir in die andere Richtung. Auch ein Säuresee, also da sollten sie auch nicht reinfallen, dann sind sie weg. So, und da kommt schon die Schlusstruppe. Gut, das haben wir auch gut erledigt. Not as complicated as it looks. Also nicht so schwer, wie es aussieht. Na, werden wir mal sehen. Ist immer noch Fun. Und 95% müssen durchkommen. Also werden wir es mal stoppen und uns erstmal in Ruhe angucken. Wenn es kompliziert aussieht. Ach naja, so kompliziert sieht es gar nicht aus. Der Level mag sehr lang sein, aber Ein- und Ausgang befinden sich ja gerade nebeneinander, da brauche ich eigentlich nur einen von denen. So, und das dürfte schon gewesen sein. Also immer noch sehr einfach. Aber der Schwierigkeitsgrad steigt natürlich an. Aber für den gibt es keine Rettung. As long as you try your best. Solange du dein Bestes nur versuchst. 90% müssen gerettet werden. Oh, und die kommen ganz schnell raus. Ich versuche mein Bestes. Oh, Schnetzelmaschinen. Yeah. Problem wird wahrscheinlich einfach sein, dass so viele rauskommen. Wir brauchen einen Blogger, der die hier abhält. Und einen, der da gräbt. Also der erste wird wahrscheinlich graben müssen. So, jetzt brauchen wir einen Blocker. Wo ist ein Blocker? Hier. Okay. Na, haben wir ganz gut geschafft.
Das war nur gutes Timing, weil wenn sie hier reingeraten, werden sie zerschreddert. Gut. Kein Problem für uns. Genau. Smile if you love Lemmings. Ja, klar. Also 20 Hammer, Hälfte müssen gerettet werden. 5 Minuten, immer noch Fun Level. Pause. Da kommen sie raus. Wir könnten natürlich nach unten graben und dann warten, bis sie alle unten sind. Also nur aufpassen, dass wir die dann hier stoppen, weil sie ja dann wahrscheinlich in die Richtung abhauen wollen und nicht in die. Das würde ich mal probieren. Man könnte auch eine Brücke hier bauen, und das ist aber zu tief für sie. Ich werde den nach unten Graber nehmen. So, und den können wir dann vielleicht, wenn er eine gewisse Höhe hat, einen anderen Graber draus machen. Oh. Ich muss die mal rauslassen, bevor sie alle abstürzen. So, Pause. So. Genau. Und den können wir auch jetzt mal runterlassen. Der hat seine Pflicht erfüllt. Gut. Also, es hat geklappt. Keep your hair on Mr. Lemming. Ja, schauen wir mal, ob er sein Haar behält. 83% und 60 Lemmings. Immer noch Fun. Was bedeuten die Pfeile? Also da kommen sie raus, da müssen sie hin. Eigentlich wäre das ein Job für einen geradeaus Butler, aber ich weiß nicht, ob die Pfeile was zu sagen haben. Ah, das kann er wahrscheinlich nicht. Dann machen wir einen Climber aus einem. Pause. So, der hat nämlich noch kein Fallschirmchen. So, und dann muss der halt von der anderen Richtung graben. Müssen ja nicht jeden retten. Aber so hätten wir trotzdem ganz schön viele gerettet. Genau. Tun wir die anderen schon mal raus. Und er hier muss leider schon mal gehen, damit die dann alle schön durchgehen können. Genau, der springt sich auch in das Metall, in den Metalluntergrund hier rein. So. Also die Pfeile haben... Oh, Moment. Kann ich den nicht irgendwie dazu bringen, dass er nicht sowas macht?
Nee. Aber er hat ja einen Fallschirm, oder? Nee, er hat keinen Fallschirm. Doch, er hat einen Fallschirm. Also kommt er schon wieder. Es dauert bloß einen Moment. Ich hatte nur die Befürchtung, dass er sich hier in den Tod stürzt, aber er war gerettet. Also den einen kriegen wir auch noch rein. So, wie viele Level haben wir denn jetzt eigentlich? Level 12 geht jetzt los. Den machen wir noch und dann machen wir die Folge erstmal zu Ende für heute. Patience. 50% müssen wir durchbringen. Und die kommen wieder ganz schnell rein. Na, gucken wir uns das mal an. Also hier kommen sie raus. Hier. Hälfte müssen wir reinkriegen. Wenn wir uns hier durchgraben könnten. Ah, das Problem ist wieder, dass die so schnell durchkommen. Na, versuchen wir es mal. Wir haben ja alles Mögliche da. Könnten natürlich auch von der Gegenseite graben. Ah, das kriegen wir schon hin. Jawohl. So, jetzt müssen wir einfach erstmal aufpassen, dass die hier nicht drüber hinaus huschen. Und der erste, der hier ankommt, muss ein Stopper werden. So. Und jetzt brauchen wir die Bilder. Und hier unten hoch, sobald der erste hier aufschlägt, fängt er an zu bauen. Genau. Aber nur das ist hoch genug dann für den. Noch nicht hoch genug. Aber da bauen wir halt mal eins in die Gegenrichtung. Nochmal in die Gegenrichtung, dann wird es klappen. So, den können wir nicht mehr gebrauchen. Ja, jetzt haben wir sie. Gut. Und das war Level 12. Wie es weitergeht, schauen wir uns ein andermal an, wenn wir wieder mal uns die Lämmige zu Gemüte führen, dann wird es sicherlich auch langsam ein bisschen schwieriger. Aber das soll es für heute gewesen sein mit dem Lemmings-Spiel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Astronier.